Schönen guten Abend. Super, dass ihr da seid. Ich freue mich total. Mein Name ist Reni Hofmüller. Ich bin Künstlerin. Ich bin sehr lang schon aktiv in allen möglichen Organisationen, die vor allem in Graz tätig sind. Manche davon sind aber auch sehr international tätig, wo es immer in irgendeiner Weise entweder um Raum geht oder um Technologie, Verständnis von Technologie. Und Raum kann sein wirklich physischer Raum. Ja, das ist das Medienkunstlabor zum Beispiel, wo ich arbeite. Das ist ein Raum, wo wir Ausstellungen und Installationen organisieren und Performances und alles Mögliche, was jetzt tatsächlich so künstlerische Aktivität ist, die einen physischen Raum und eine gewisse Infrastruktur braucht. Bin aber auch Teil von der ganzen freien Radio-Bewegung, kann man sagen. Bin auch eine der Gründerinnen von Murt. Das war ganz zu Beginn, war auch Subnet irgendwie ein Teil davon, da ging es und geht es nach wie vor darum, einen nicht kommerziellen Zugang zum Internet zu ermöglichen. Also vor allem für Kunstschaffende, Leute im Kulturbereich, aber schon ein bisschen so darüber hinaus und einfach darüber nachzudenken, wie so nicht kommerzielle Ansätze im künstlerischen und kulturellen Arbeiten irgendwie funktionieren können. Und der Grund, warum ich das begonnen habe, ist wirklich, weil ich selber Künstlerin bin und immer wieder gesehen habe, wie wichtig das ist, dass man tatsächlich Autonomie hat in diesen Bereichen, Mitbestimmungs- oder überhaupt Bestimmungsmöglichkeiten, dass man Gestaltungsmöglichkeiten hat und einfach so dieses Gefühl von, man hat einen Schlüssel. Ja, man hat einen Schlüssel zum Raum, man hat eine bestimmte Sendezeit, man hat Möglichkeiten, man hat vielleicht ein Budget, irgendwas umzusetzen. Entschuldigung. Und das ist so, das beschäftigt mich einfach schon sehr, sehr lange. Ich komme selber von der Musik her und aus dem heraus war es dann eigentlich ganz logisch, mich mit Technologie zu beschäftigen. Das war halt am Anfang ganz viel Tontechnik und so. Und habe an dem Beginn von allem dem, was jetzt irgendwie so unter freier Software, Open Source irgendwie so zusammengefasst wird, auch irgendwie mitgekriegt, also auch die sperrigeren Jahre, wo das noch ein bisschen schwieriger und auch instabiler war, das Ganze zu verwenden. Und habe aber auch da immer gesehen, dass es da nicht nur um was Technisches und Technologisches geht, sondern dass immer eine bestimmte politische Grundhaltung und auch eine bestimmte philosophische Grundhaltung, wie denn das ist, wie dieser Raum ist, wie die Werkzeuge sind, die wir verwenden, die so sehr bestimmen können oder bestimmen, was wir machen können und was nicht. Und da haben wir aber immer gedacht, ich bin zwar sehr gerne eine Solokünstlerin und mache gerne Dinge allein, ich arbeite aber sehr gerne mit anderen gemeinsam und ich will schon immer wieder auch darüber nachdenken, was Gesellschaft ist. Und das heißt für mich dann eben, also nicht nur über die nachzudenken, die jetzt eh schon Teil dieser Community sind, die ich kenne, also jetzt zum Beispiel andere Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, sondern auch darüber nachzudenken, was könnte das bedeuten, zum Beispiel beim Radio jetzt, ja, wenn einfach Menschen, die jetzt keine spezielle Agenda irgendwie haben, wenn die selber Zugriff kriegen auf was. Und deswegen finde ich es halt einfach total wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, was Raum heißt und wie dieses Zugreifen drauf irgendwie, wie man das gemeinsam organisieren kann. Und wer sich letztlich, wer sich befähigt fühlt, das zu tun und wo das herkommt. Ja, weil ich meine, es gibt Menschen, die sind irgendwie selbstbewusst aus sich selber heraus, wobei das auch nicht so ganz stimmt, weil es immer so mit dem Kontext zu tun hat, in dem man sich bewegt. Und wie kann man aber auch das, was es bedeutet, wenn man dann Verantwortung übernimmt für einen Raum oder für eine bestimmte Situation, wie kann man das eigentlich teilen, wie kann man das erlernen, ja, wie kann man das auch zeigen, wie das geht, wie kann man das gemeinsam weiterentwickeln oder entwickeln oder auch was zurücknehmen vielleicht, weil vielleicht die Entwicklung gar nicht so gut war. Wie geht das? Und wo ich eingeladen worden bin, was mich sehr gefreut hat, habe ich echt überlegt, okay, intervenieren, sich einmischen ist so, also so habe ich das irgendwie so kommuniziert gekriegt, ist das Generalthema oder der Regenschirm quasi drüber. Was könnte ich da machen? Und ich hätte natürlich vorstellen können, ich kann eine Performance machen oder keine Ahnung, ich kann nur 17 andere Menschen mitbringen, damit ihr irgendwie ein bisschen wisst, was in Graz sich so tut. Und da habe ich mir dann überlegt, naja, aber eigentlich, was ich ganz spannend finde, ist eben so, dass wann das so ist, dass ich selber oder überhaupt durch Menschen halt irgendwo zugehörig fühlen. Ja? Also dass man das Gefühl kriegt, man ist Teil von was, wie das eigentlich entsteht. Und auch, ab wann man dann vielleicht auch Verantwortung übernimmt. Also es gibt im Englischen, gibt es halt einfach so, weil ich habe da ein paar so Notizen mitgemacht, ein paar auf Englisch. Im Englischen würde man sagen, das ist Belonging, ja, also das ist Zugehörigsein. Und die Verpflichtung oder Verantwortung oder einfach so das Gefühl, dass man da was mit dazu beitragen kann, soll, vielleicht auch muss, so Commitment,
wie das eigentlich geht. Und das kann ja ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen. Und es gibt auch Menschen, die sich an einer Idee oder einem Projekt irgendwie zugehörig fühlen, die jetzt keine Aktivitäten setzen, also die man jetzt nicht sieht bei irgendwelchen Geschichten oder die nicht die sind, die deren Gesichter man dann kennt oder deren Namen man kennt, sondern die das einfach auch mittragen, indem sie halt das in ihren eigenen Alltag irgendwie wieder mitnehmen und agieren, weil das alles das, was wir tun, also jeden Tag, egal ob das jetzt jemand mitkriegt oder nicht, alles das, was wir tun, an dieser Gesellschaft mitgestaltet, die wir haben. Ja, und das ist dann halt irgendwie je nachdem, in was für Zeiten wir irgendwie gerade unterwegs sind, ist es halt schöner oder weniger schön. Und der Moment, wo ich das vorgeschlagen habe, ja, mit diesem sich irgendwo, also so, also dieses Belonging, wie das, woher das irgendwie entsteht und wie so Verbindungen entstehen, war eine andere Zeit, weil das war ja im Frühjahr. Ja, das war, bevor sich Ungarn begonnen hat, so zu verändern, bevor Polen alle diese wahnwitzigen Gesetze verabschiedet hat, bevor die Anfechtung der Bundespräsidentschaftswahl war. Wir stehen jetzt vor der nächsten Runde ganz bald. Graz hat auch gerade beschlossen, dass sie den Gemeinderat auflösen. Das wird übermorgen passieren, weil sie sich auch nicht einigen können. Trump war jetzt gerade. Also es ist irgendwie so, kommt man das Gefühl haben, mach ja. Irgendwie fällt das alles. Das verschwindet alles und dieses Gefühl und das Erleben von sich damit mit irgendwas verbunden fühlen und vielleicht da. Vielleicht ein bisschen verantwortlich, nicht in so einem Fingerzeig-Modus, sondern einfach so das Mitdenken und dann vielleicht auch darüber nachdenken, wie können wir denn das irgendwie gemeinsam gestalten? Wie kommen wir überhaupt zu sowas wie was Gemeinsamem oder so? Und auch, wo muss man sich vielleicht ein bisschen zurückziehen und irgendwie sagen, okay, ich kann alles das tun, was ich kann, mehr geht da nicht. Und dann ist vielleicht im Moment einer dieser Gefühlszustände, die ich im Moment gerade habe, ist, mal zu denken, okay, also ich kann aktiv sein, das tue ich ja, und ich bin auch zumindest in unserer Stadt da relativ sichtbar und versuche da halt alles Mögliche irgendwie zu machen. Aber gleichzeitig habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt großartige Konsequenzen hat. Ja. Und denke mir aber trotzdem, damit nicht aufzuhören und halt vielleicht auch so ein bisschen die Rolle von der Zeuginenschaft irgendwie zu übernehmen. Und das ist vielleicht, wenn das ein bisschen bitter ist, weil das irgendwie dann nicht so in eine aktive Position zu bringen scheint. Aber vielleicht ist das auch mit einer dieser Rollen, um die es irgendwie geht. Habe aber dann trotzdem auch im Zug herkommen, mal überlegt, was gibt es da für künstlerische Werke, die ich irgendwie schön finde, wo dieses sich zugehörig fühlen oder eben nicht, vielleicht auch in einer gewissen Form ein bisschen sozusagen so verschiedene Ebenen kriegt und ein bisschen einen Körper kriegt quasi. Und da wollte ich euch jetzt einfach nur gerne ein paar vorstellen, ja, so als so eine Miteinstimmung. Das erste Beispiel ist von einem argentinischen Künstler, der heißt Charlie Nienson. Der hat dieses Video gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schalte jetzt den Ton wieder ein, weil der Ton natürlich auch dazu gehört. Seht ihr das alle gut? Sonst einfach ein bisschen näher kommen. Das heißt El Naufragio de los Hombres, also der Schiffbruch der Menschen. Und da gibt es, also da stehen vermutlich Menschen, also eigentlich kann man nur sagen Wesen, isoliert in einer Landschaft, die man sich eigentlich nicht recht erklären kann. Die kennt auch fast schon was Außerirdisches haben. Also es ist irgendwie fraglich, ist das tatsächlich noch die Erde oder ist es nicht? Ist das Wasser oder ist das? Es ist ein Salzsee im Norden von Bolivien. Und der See selber ist ganz, also der ist sehr flach. Ja, der hat, glaube ich, das Tiefste sind, glaube ich, 30 cm oder so. Und das, worauf die da stehen, sind Salzblöcke. Und das ist halt riesig. Und das ist, also da ist sozusagen die Situation der Isolation ist da schon erreicht oder überschritten. Ja, da scheint es überhaupt keine Kommunikation mehr zu geben. Ein weiteres Beispiel, das auch jetzt eher so diesen dystopischen Charakter vielleicht ein bisschen zeigt, aber ich finde, das ist manchmal trotzdem auch ganz, ganz gut, wenn man sich mit Dingen so beschäftigt, wie sie sind und nicht, wie man sie gerne hätte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch die aktuellste, ich meine, jetzt ist eh schon ein halbes oder dreiviertel Jahr alt, die aktuellste Barbie-Puppe kennt. Hello Barbie.
Ich habe keine Kinder. Also ich bin aus einer völlig anderen, aus einem anderen Hintergrund irgendwie dazu gekommen. Ich zeige euch jetzt da diesen einen kurzen Ausschnitt aus dem, kann ein bisschen weiterspringen, weil da passieren mehrere Sachen gleichzeitig. Also das ist eine junge Frau, deren YouTube-Channel betreibt, wo sie, oder vielleicht erkläre ich es zuerst und dann spiele ich ein bisschen was vor, wo sie halt die verschiedensten Dinge, die so im Spielzeug, in der Spielzeugwelt für Mädchen speziell irgendwie unterwegs ist. Und da ist jetzt diese Hello Barbie rausgekommen, also in den USA vor einem Jahr. Und ich glaube, also mittlerweile gibt es halt auch in den UK, und also es gibt mittlerweile, glaube ich, auch in Österreich. Und das Irre ist, also es sind zwei Sachen, die in dem Video irgendwie passieren, das kann man uns nachher vielleicht dann nochmal in Ruhe anschauen, ist, dass sie zum einen wirklich dieses Paket und dieses Produkt beschreibt. Also sie ist eigentlich, als wäre sie eine unbezahlte Verkaufsangestellte von der Firma Mattel, ja, die Barbie-Puppen macht, weil sie ganz genau beschreibt, was da drinnen ist in der Schachtel und wie super das ist, die Schachtel aufzumachen und was das für ein Konsumgenuss ist und keine Ahnung. Und sie ist von ihrer Stimme her, würde ich sagen, 12, 13, 14 Jahre alt oder so. Und das Verrückte an der ist, also Barbie-Puppen haben sowieso schon, also da gibt es ganz viel Kritik an dem, was es für Körperbild ist und welche, also welche es überhaupt irgendwie gibt. Und was ganz irre ist an der ist, dass sie tatsächlich, das ist wirklich die Version 21. Jahrhundert, weil was die nämlich kann, ist, dass sie, die spricht quasi mit dir, unter Anführungszeichen, wenn du sie ins WLAN hängst in deinem Haushalt, ja, und halt bestimmte Dinge irgendwie aktivierst. Und gleichzeitig ist es auch so, genau, man kann, also sie spricht und man kann auch zurücksprechen. Und die Barbie ist online. Und wenn jetzt der Kind eine Frage stellt, geht die Barbie ins Netz, in die Cloud und sucht Antworten. Und nimmt das alles auf. Und die Eltern oder wer immer dieses Ding gekauft hat, diese Puppe, kann dann ein tägliches E-Mail kriegen mit den Fragen, den Gesprächen von dem Kind mit der Puppe. Und es geht dann, und es gibt unglaublich viel, also es ist irgendwie, es ist echt erschütternd. Die haben auch, was ich gerade super gefunden habe, die haben den, einen von den Big Brother Awards haben sie gewonnen. Weil nicht nur ich entsetzt war, dass das so ist, sondern weil es einfach entsetzlich ist. Und es gibt aber eine ganze Reihe von eben so YouTube-Channels von allen möglichen, jungen Frauen, Entschuldigung. Das Multitasking ist doch nicht so einfach, gell? Wie man sich das immer so denkt. Auf jeden Fall, das ist total irre. Also erstens braucht sie Strom die ganze Zeit. Sie muss im WLAN hängen, damit sie funktionieren kann. Ja, man sieht da irgendwie an ihrem, sie hat da so eine Kette mit drei verschiedenen großen Steinen und je nachdem, welcher Stein leuchtet, weiß man dann auch, ob sie gerade geladen werden muss oder ob sie gerade online ist oder ob die Internetverbindung nicht so gut ist. Und eben, das wird aufgenommen. Und alle diese Gespräche, die sie halt führt, die scheinen so persönliche Gespräche zu sein. Und wenn man sich dann mehr von diesen Videos anschaut, weil das ja offensichtlich, also offensichtlich machen das wirklich viele Kids gerne. Also nicht nur Mädchen, obwohl das in dem Fall hauptsächlich Mädchen sind, aber nicht nur. Die erleben das tatsächlich als persönliche Gespräche. Die Antworten von der Barbie sind aber ganz oft die gleichen. Und wenn sie dieses Gespräch, also wenn sie da quasi nicht weitergibt, dann führt sie das Gespräch halt einfach wieder in eine andere Richtung. Und eben, alles wird aufgezeichnet, alles ist in der Cloud. Und unter anderem kriegen dann halt auch die Eltern, wenn sie wollen, oder halt irgendjemand, eine E-Mail mit der Konversation des Tages. Also das ist irgendwie das wildeste Spioniergerät im Privatraum. Habe ich mir gedacht, dass man sich vorstellen kann. Und kurz darauf, nur um die Gruselstunde irgendwie weiterzuführen, also das geht jetzt glaube ich gerade so nicht, kurz darauf kam dann Amazon mit dem Amazon Echo raus. Da dachte ich, das war's. Ja, Amazon Echo. Das ist so, schaut aus wie ein, wir werden es gleich sehen, hoffe ich. Muss man da nochmal laden. Das ist auch wiederum so ein Device, ein Gerät, das online ist. Warte, aber das ist eine andere Gruselgeschichte noch. Ich brauche zuerst die. Entschuldigung. Ich habe ein paar Gruselgeschichten, bevor man zu irgendwie potenziell schöneren Dingen kommen kann. Das ist ein Gerät, das schaut so aus. Ja, ich zeige es euch jetzt ohne Ton, weil der Ton da, also weil ich es dann besser zusammenfassen kann. Es ist so hoch, ja, es ist ein Zylinder. Ist auch wiederum ein Ding, das auch konstant online ist, wenn man will. Aber die meisten Menschen verwenden es halt dann so. Heißt Amazon Echo und hat einen Namen, nämlich Alexa. Hat auch eine Frauenstimme.
Und ist immer online und kann dann in der Cloud immer wieder nach Informationen suchen, die man so braucht, wie, was weiß ich, was für Wetter ist oder wie steht der Dollarkurs gerade oder keine Ahnung, was Menschen halt so fragen. Und das ist halt eben auch immer online, das heißt, hört auch alle Gespräche. Und auch das weiß man nicht, wie das halt so ist mit der Cloud, man weiß nicht so genau. Also diese Vorstellung von Privatsphäre ist irgendwie völlig weg. Und es gibt Werbevideos von Amazon selber, die total sexistisch sind, auch, wo... Es ist im Prinzip sowas wie ein Search Engine. Also man braucht im Prinzip, es ist ein anderes Interface, um im Internet was zu machen. Eigentlich ist es ein Computer ohne Tastatur, kann ich sagen, weil du kannst auch irgendwelche, also womit sie es auch bewerben, ist, dass man, wie heißt das so, Einkaufslisten schreiben kann oder so. Also man sagt einfach, bitte notiere das und dann hat man halt am Ende des Tages oder am nächsten Tag in der Früh sieht man halt, was einem alles eingefallen ist, was man einkaufen muss oder so. Und das konzentriert sich aber eben alles auf dieses Gerät und das Gerät ist laufend online. Und ist halt, so wie Menschen halt selten irgendwie auf ihre WLAN, wie viele Passwörter aufpassen, halt da dementsprechend unter Umständen offen. Ja, und ist aber gleichzeitig auch so, dass man im Prinzip einfach viel von dem, wie man seinen eigenen Alltag gestaltet oder so, an diese Maschine irgendwie weitergibt. Und das zweite Gruselvideo ist dann, das hat auch mit dem Amazon Echo zu tun, ist, wenn man dann, und das macht diese Dame hier, wenn man das dann in einem sogenannten smarten Haushalt dann noch damit verbindet, also so mit dem, schalt bitte die Heizung ein, schalt bitte den Fernseher ein, mach das, sperr die Tür auf und so. Und was ich bei dem total irre gefunden habe, und das muss man echt ein bisschen sehen, ist, dass ich mir am Anfang gedacht habe, das ist totaler Fake, weil die Frau so irreal ausschaut. Aber es ist echt. Turn on family room lights 100%. Okay. Alexa, turn on TV. Okay. Und so gehen sie auch dahin. Es ist ein elektronischer Butler oder ich weiß, keine Ahnung. Also das ist, gibt einen generellen Trend in die Richtung. Also das ja, ja, aber ich finde es halt, also so in dem Sinn, wie man halt, also für mich war es halt deswegen spannend, weil ich eben darüber nachdenke, wie nimmt man teil an was und welche, also wie schauen diese Verbindungen mit der Welt, wie schauen die wirklich aus? Und die finde ich halt leider nicht so wahnsinnig schön, von dem, was sich da irgendwie technisch mir anbietet. Dann gibt es natürlich auch noch politische Kontexte, die jetzt, und jetzt ein Beispiel zeige ich noch, und dann lasse ich mit dem jetzt sozusagen mal. Es ist nur die Frage, ob diese Alexa wirklich dann angenommen wird. Kann zwar das Produkt auf den Markt bringen, aber wenn kein wirklich... Scheinbar haben sie... Also ja, ja. Mittlerweile gibt es viele Beispiele, wo oder es auch die Siri, ja, ja, Siri, genau. Und zum Beispiel, wenn du es überlegst, genau. Dass ich, AOL hat 98 also richtig viel Research gemacht in Richtung Smart Houses. Und das ist alles eingestampft worden in der Dotcom-Crisis, ja. Aber das ist alles, es lebt genau eins zu eins weiter. Das ist so genauso wie jetzt, dass das Web 2.0 ist nur das, was uns alle in den 90ern versprochen hatten, dass passieren wird. Und jetzt ist es halt seamless. Und die Frage ist halt, die unsichtbaren Ebenen sind das, was mich persönlich verunsichert. Weil das ist ja viel mehr als ein Werkzeug. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Pardon? Mir fällt jegliche Vorstellung, wie die das alles wissen kann und machen kann. Weil sie, es ist im Prinzip so, wie wenn du irgendein Search Engine am Rechner verwendest, ob das jetzt Google ist oder DuckDuckGo oder Yahoo oder was auch immer du halt verwendest, dann sucht halt, also versuchen verschiedene Algorithmen im Hintergrund, suchen nach deiner, nach dein, also suchen nach Antworten auf deine Frage. Und was das Ding, das ist eine Spracherkennung, also das erste ist Spracherkennung. Ja, der erste Schritt das Ding ist ein Computer. Ja. Das erste, was es macht, ist Spracherkennung. Und dann gibt es einfach Wörter wie TV und dann gibt es innerhalb von TV ein paar, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, was sie machen kann. Oder was das Programm machen kann.
was das Programm machen kann. Und aus denen, da gibt es dann bestimmte Schlüsselworte, die muss halt verwenden. Und dann ist eben klar, ein, aus, der Kanal, Kanal wechseln, lauter, keine Ahnung. Also das ist sozusagen, die Optionen sind nicht so viele. Und das Gleiche ist bei der Heizung, das Gleiche ist beim, weiß ich nicht, Tür auf- oder zusperren. Also es ist sozusagen in jedem einzelnen Ding ist es nicht so viel. Und da muss man die Sprache kennen und gut funktionieren und dann kann man sagen, das ist ganz präzise. Aber was wir halt nicht wissen, und das ist eben das, was ich an dem so spooky finde oder so unheimlich, ist eben das, dass wir nicht wissen, wie, was das sonst passiert. Weil im Gegensatz zu dem, was in freier Software ist, wo man lesen kann, wenn man es kann, also ich sage nicht, dass das einfach ist, aber da ist es prinzipiell zugänglich, dass man schauen kann, was tun die Dinge sonst noch. Nimmt der irgendwie automatisch alle 5 Minuten mit irgendeinem anderen Server Kontakt auf oder nicht? Also die Sachen, die man halt in freier Software lesen kann, und das wissen wir da nicht. Ja. Und das ist quasi so ein Riesenunterschied, zu, warum ich nie im Leben irgendwie empfehlen würde, sich so ein Ding, also so ein Ding zu verwenden. Ja. Die Leute, die sowas produzieren, gehen genau in die Richtung, wie es Matrix 1 für mich aufgezeigt hat. Und es sind so viele Dinge, die immer mehr in diese Richtung kommen. Und so, genau, es entsteht gerade eher eine Beschleunigung noch. Ja, das Lustige daran ist natürlich dann diese ganze TaskRabbit und Alfred-Bewegung noch dazu. Mhm. Das sind Microtask-Manager, ja, Apps. Da, so sagen wir mal ganz einfach, feudale Systeme, Punkt 2.0. Ja. Also du hast im Endeffekt Diener, die nicht mehr bei dir angestellt sind, weil du sie outsourcest. Und das wird dann alles immer noch verrückter eigentlich. Und das dauert noch 5 bis 10 Jahre. Aber mittlerweile ist das schon ziemlich angekommen in den größeren Ballungszentren in Amerika. Also, und da wird dann alles immer noch. Und dann, wenn wir bevor wir anfangen über, das war jetzt gerade vor kurzem der Skandal von dieser einen Data-App, die im Endeffekt das Verkaufsargument war, dass du eigentlich dann verschlüsselt bist. Ja, 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 Maria. Und ja, es nimmt so richtig skurrile, schon kabarettartiges Charakter zu. Ja, es hat eigentlich, weißt du, wer von euch den Film Brasil kennt, es hat so Brasil. Brasil und George Orwell natürlich auch. Und das ist halt immer so die Frage, also wie haut es halt immer, also ich erlebe das ganze Spektrum der Gefühle von, dazwischen muss ich so lachen, weil ich das alles nicht mehr fassen kann, bis halt hin, dass ich wirklich entsetzt bin, weil das alles geht und weil es auch verwendet wird. Und immer dann immer denke, okay, das sind die Sachen, von denen wir wissen, von wie vielen wissen wir nicht. Also die Dinge, die mich halt immer wieder mal beschäftigen. Und dann aber auch eben, halt, also ich denke, dass es trotzdem, also ich will deswegen nicht aufgeben, ja, aber ich denke, dass es halt wirklich notwendig ist, immer wieder gemeinsam darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich. Und dass eben so diese, sozusagen der Gratis-Butler, ja, die Maschine, die alle diese Arbeit erledigt, ganz clean, weil es passiert alles in der Cloud und es fühlt sich alles so an, als wäre es unglaublich ungefährlich, saubere Energie, kein Strom und das stimmt natürlich alles nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man immer wieder von solchen Dingen erfährt, dass die passieren. Und es war zum Beispiel, bitte. Es geht darum, dass immer mehr an unserem Gehirn angedockt wird und dass wir das nicht mehr checken, dass das nicht mehr wir sind, sondern die Maschine uns steuert. Das ist eigentlich das ganze Ziel. Mhm. Und anscheinend bei diesen Smartphones werden sehr wüste Dinge mit unserem Gehirn gemacht, in Kombination mit Chemtrails, wo Schwermetalle drin sind. Chemtrails, wo Schwermetalle über die Blut-Gehirn-Schranke hineinkommen, in Kombination mit dem Smartphone, dass die bestimmte Felder da aufbauen können, um uns fernzusteuern, mehr oder weniger. Das klingt zwar jetzt extrem spooky, aber in diese Richtung geht es und das weiß genau. Ich glaube, man muss noch nicht viel fernsteuern, als die Leute mit dem Zeug ständig immer durchgehen. Das waren sie freiwillig. Ja, was schon lustig ist, weil natürlich schon trotzdem. Ich war mit der Alexa, dachte ich, das ist nur ein Austausch. Alexa ist eigentlich Mama. Klar. Das auch, ja, ja. Ja, das, ich komme vor wie daheim. Ja, Alexa war. Ja, klar. Mama, ich glaube auch, dass das viele. Mein Freund heute. Also da würde ich dann eben auch noch also und empfehlen, unter großen Anführungszeichen, das offizielle Amazon Echo. Das erste Video nochmal anzuschauen, weil da ist es nämlich noch dazu so, also erstens wird das dann noch ein bisschen stärker ja, mit der Mama und dann aber noch dazu so, dass also Familiensituation, Mann, Frau, 2 Kinder, ein Bursch und ein Mädchen und die Fragen, die die Frau stellt, sind so, die sind so ein bisschen dumm,
Ja, und dann wird es ja noch gemaßregelt von jemandem. Also es ist furchtbar. Es ist irgendwie, deswegen geht es ja natürlich auch nicht nur immer, es geht immer darum, es geht nie nur um die Technologie, sondern es geht ja immer um das, welche Bilder von Setting, wofür man was braucht, was man überhaupt braucht. Ja? Wie spielt sich so ein Familientag, Abend, wie spielt sich das ab? Und die Familiensituation, die Sie da skizzieren, die ist halt echt, also find ich halt irgendwie sehr, sehr gruselig. Ja, und das wollte ja. Alexa hat den Vorteil, sie sagt nicht nein. Genau. Und die wird auch nicht müde, die wird auch nicht kantig, die ist immer da, so wie die Barbie. Ja? Das sind so einfach so bestimmte Mechanismen und Strukturen, die sich da halt einfach wirklich so einschleifen. Und das ist dann eben das, da muss ich selber halt auch immer da sein. Ja? Das trainiert dann schon so richtig gut für den Arbeitsmarkt, dass man immer verfügbar sein soll und muss. Mhm. Also es passt halt. Also irgendwie ist logisch, dass sowas in einer Zeit wie unserer passiert, weil es einfach irgendwie gut dazu passt. Diese Wunschträume da, ja? Ich kann mich in den 80er Jahren erinnern, da waren ja relativ viele Technologien da. Schon mit künstlicher Intelligenz da. Ich habe damals bei Siemens gearbeitet. Okay. Und da waren auch von den Management, weiß Gott, welche Träume da, was man alles tun wird. Und wir haben gerechnet, quasi in den 90er Jahren kommt das Zeugs. Gekommen ist 2010 ungefähr, das war Video on Demand. Ah ja. Das hat man voll in den 80er Jahren schon gerechnet. Und damit, und das sind eigentlich, die Wunschträume sind eigentlich jetzt für mich später gekommen als angedacht. Waren viele Fantasien und die wurden offen gedacht. Und da wurde aber auch damals mehr über den Totalismus und diese ganzen Gefahren, die dadurch eben wie Brasil oder sowas nachgedacht, als es heute ist. Das war viel mehr als früher, diese Themen, ne? Na, da war früher wesentlich mehr Diskussion. Das war ja, früher, jetzt. Da jetzt war das viel, offene Diskussion. Ja, jetzt ist viel trivialer. Und manchmal habe ich das Gefühl, man hat einfach nur gewartet. Weil die Technologie war Video on Demand, war bereit Ende der 90er, also Mitte 90er, war bereit, dass man das so jetzt wie Amazon technisch gesehen. Und wieso denkst du, dass es dann noch nicht, also was hat dann zur Verzögerung geführt, deiner Meinung nach? Ich weiß es nicht. Aber war das nicht erst in den 90er Jahren? Es ist auch der Wunsch. Ich hätte da so eine Frage nach ihm. Ja, aber das war ja das war aber das war ja schon in den Zentren, hätten wir es ja locker durchführen können. Mhm. Da war aber in Amerika immer die Diskussion, dass sie einfach die Last Mile vergessen haben. Das haben wir über Jahre reingedrückt gekriegt. Also nicht nur in den USA. Nicht nur in den USA haben sie die Last Mile vergessen. Ich meine, die Grund, warum du heutzutage ein Ortsgesprächstarif nach Amerika telefonieren kannst, ist, weil Unilever und noch drei andere Firmen, M3 und wie auch immer, als ob es kein Morgen gibt, Fibergleise in den Atlantik gedampft haben. Ja, aber das, also wenn ich jetzt von München ausgehe, da hätten wir es schaffen können in solchen Großstädten zu dieser Zeit. Mhm. Okay. Also mit dem Leitungsvorhanden und den Codes, wie es gegeben hat, hätte es das gegeben, weil es waren Experimentierstationen da, wo das gelaufen ist. Mhm. Wo ich es selber dann noch gesehen habe, auch da gab es dieses Bildtelefon, dann haben wir Konferenzen gemacht mit Bildtelefon. Super. Dann war die Erfahrung, die Leute, die zu einer Bildtelefonkonferenz gegangen sind, die haben sich vorher mehr aufgemaschelt. Man hat es dann wieder sein lassen, was sinnlos war. Das Aufmascheln oder die Konferenzen? Na, das war... Die Leute haben sich so benommen. Mhm. Also was heute selbstverständlich ist mit Hangout oder sowas, ja. Das ging damals in die Köpfe nicht rein. Also war es immer so zu sehr inszeniert, weil man zu sehr darauf geachtet hat, dass man jetzt über eine Kamera sichtbar ist oder so. Ja. Weil ich kann mir so vorstellen, weil das ist mittlerweile, das sind so Gewohnheiten, die sich einspielen über Technologien, die in unseren Alltagen vorhanden sind. Ja. Ja. Da ist lieber telefoniert worden. Ja. Und es war halt noch einfacher wie jetzt. Künstliche Intelligenz, weil sich dann nur noch, das waren die ersten Mobilfunkstationen, die sie gebaut haben, wurde künstliche Intelligenz eingebaut und zwar so, dass man nach einem halben Jahr Betrieb nicht mehr wusste, wie die funktionieren. Sehr schön. Wir haben damals eine Testanlage lang den Baubi gehabt, dessen Aufgabe war, das war die Anlagen wieder raufzufahren, die Fernvermittlungsstellen. Der so gut funktioniert, dass man die manchmal nicht runtergekriegt hat. Auch mit künstlicher Intelligenz. Wo du nicht hingekriegt hast, war sehr, sehr viel vorhanden. Ja. Was ich denke, was heute vergessen worden ist,
viele Leute auch nicht sagen oder so offen drüber reden, dass es... Oder vielleicht das gar nicht wissen, weil sie das nicht miterlebt haben. Wir haben... Es war damals offen. Ja gut, aber weil es... Aber es war eine bestimmte Clique, wo es offen war. Ja, eben. Weil das, dass es offen ist und das... Also, es war niemals ein Geheimnis drüber gelegt. Genau, das ist aber ein bisschen, könnte man sagen, ist es so wie insgesamt mit freier Software. Das ist nicht... Also das steht zur Verfügung. Ja? Ja. Aber das bedeutet nicht, dass erstens viele Leute davon wissen und zweitens, dass es tatsächlich dann viele Menschen verwenden. Es gibt nur die Möglichkeit. Ja, ja. Aber ich würde da auch trotzdem vermuten, dass das einfach auf einen bestimmten Kreis fokussiert war. Beschränkt war vielleicht auch. Es waren die Leute, die einander getroffen haben, die haben darüber geredet. Mhm. Und die anderen haben es vielleicht gar nicht verstanden. Ja, kann man abwarten. Ach, das ist doch optimistische Videos sozusagen. Nein, das ist nicht optimistisch, aber das ist nein, ich wollte nur sagen, es gibt natürlich dann Welten, wo sich ganz andere Fragen stellen. Und ich habe ein ziemlich radikales Beispiel für andere Welt, wo die Frage ja andere ist. Und das ist jetzt das da. Ich sage gleich dazu, also das ist von einer Künstlerin aus Afghanistan. Sie heißt, jetzt muss ich noch nachschauen, Entschuldigung, Kubra Kademi, ist mittlerweile im Exil in UK, wobei das ist auch schon wieder ein paar Monate her, also wie das jetzt ist mit Brexit und so, keine Ahnung. Und das ist ein kurzer Beitrag von der BBC, ich würde euch den gerne einfach so vorspielen, ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Ja, wenn es so geht, und sonst müsst ihr einfach näher kommen. Und dann kann man das, ihr seht, also gehen tut es hauptsächlich um dieses Objekt da in der Mitte. Geht so oder ist es leise? Es ist leise, gell? Ich fange nochmal an, das ist in der Mitte. Entschuldigung. Took like most of the time was this part. In a secret hiding place where she's fled facing death threats, Kubra Kademi shows me the somewhat unusual garment she had specially made to the surprise of a Kabul blacksmith. I even myself cut some parts and give him to cut and then start hammering, putting some marks here that this should be a little like boulder and this part should have like this sort of shape. Kubra had hoped to wear the armor for 10 minutes to protest against sexual harassment. In the event she made only 8 before being forced back into her car. Even kids were saying that slap her, slap her, slap her. Many people were told something and yelling at me, look at that whore, what is she doing? Is she a foreigner? Who is she? Who the hell is she? Right after that, when I get in the car, some people were like trying to stop the car and hitting the car. A very huge number of people, and they were jumping on the car. And I was expecting that. Why do you think men were so angry? Because, of course, that is something really unusual happening. Right in front of them, somewhere they don't expect at all. And what it is about is something that, this breast and the backside, everything is what they see actually. So that is something. What do you mean? That's all they see? Yeah, that's all they see. One 8-minute street protest by a woman in a makeshift suit of armor may not change the world, but it's a reminder of the constant daily threats and real violence that women still face in Afghanistan 14 years after the fall of the Taliban. Supposedly, if I wear burqa also, that's the same way. Those women are also being harassed here. You're saying the burqa is no protection? Of course, there's no protection at all. They face harassment. Yeah, of course they do. Your life has been turned upside down. Totally, yeah. I was not expecting this at all. I didn't know this was going to happen. This heat is going to be like getting increased more and day by day. I didn't know that at all. You can't go back. It seems, yeah. For this one brief performance, Kubra is now in fear of her life, while millions of other women still face daily harassment on the streets. David Loyne, BBC News, Kabul. Genau. Andere Art von Realität.
Ja, wo dann einfach, also wo das, womit wir uns beschäftigen, was halt einfach ganz viel mit Technologie und technologiebasierten Dingen irgendwie ist, einfach an, also wo sich einfach, je nach dem Kontext, in dem man ist, sich einfach völlig verschiedene Fragen stellen. Und das war der Grund, warum ich das dann einfach irgendwie auch mitnehmen wollte, wenn man ein bisschen aufpassen, also ich gerne aufpassen möchte, mich nicht nur mit diesen Dingen zu beschäftigen, die mich betreffen in meiner Situation als in Österreich lebende weiße Frau, sondern dass es einfach ganz, ganz viele Layer und Ebenen immer wieder gibt, wo immer wieder die Frage ist, wie ist die Gesellschaft, auf die man sich bezieht und wie will man, dass eine ausschaut, in der man leben mag. Ja? Und ich beschäftige mich halt schon total viel damit, immer wieder zu fragen, wie diese Verbindungen, wie die entstehen und wie die im Alltag entstehen und welche, also eben, deswegen habe ich das sagen, wir haben am Anfang ein bisschen skizziert, was ich so normalerweise tue, wie man Situationen schaffen kann, wo tatsächlich ein Gespräch und eine Begegnung möglich ist und wo ein gemeinsames Gestalten und ein gemeinsames darüber nachdenken oder aushandeln, wie das passieren kann. Und ich denke wirklich mehr und mehr, dass es einfach um diese konkreten Momente und die konkreten Begegnungen geht, ja, dass das total wichtig ist. Also es ist schon wichtig, sich über Technologie Kopf zu zerbrechen und auch zu überlegen, welche Technologien nutzt man selber und wie nutzt man die, aber auch welche täglichen Routinen und welche Gewohnheiten haben wir, um überhaupt irgendwie zuzulassen, dass es ein Gespräch geben kann oder eine Auseinandersetzung geben kann und eine tatsächliche Veränderung geben kann. Und das ist, glaube ich, wirklich die Herausforderung, mit der wir sowieso immer zu tun haben, ja, im künstlerischen Bereich sowieso, aber auch ganz allgemein finde ich, so mit dem, wie sich jetzt in den letzten paar Jahren irgendwie auch so dieses Mitteleuropäische, Europäische irgendwie verändert und immer enger und immer eigentlich menschenfeindlicher wird, wie man halt irgendwie so zu solchen Routinen irgendwie kommen kann. Und da finde ich dann einfach so, Begegnungen sind da tatsächlich das zentrale Mittel. Und darüber nachzudenken und zu reflektieren, welche die Alltagsroutinen sind, die wir so vollziehen. Jetzt würde ich gerne was vorlesen. Habe ich gerade jetzt im Zug gelesen, aber gerade habe ein Buch mit, das heißt Nichts tun. Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüchtigen. Und da geht es irgendwie viel um Warten und also eher Routinen, Tagträumen und alle möglichen solchen Dinge irgendwie. Und da geht es eben auch genau wirklich darum, was so Routinen mit uns machen. Und ein kurzer Ausschnitt. Die Macht der Gewohnheit besteht in ihrem Vermögen, Kontinuität herzustellen und eine gewisse Kontrolle über die Zeit auszuüben. Langweilige Wiederholungen haben in ihrer Vorhersehbarkeit die Macht, Menschen in ihrer Gegenwart voraus sein zu lassen. Wiederholungen verfügen aber auch über das Potenzial, Veränderungen zu verschleiern. In diesem Fall besitzen sie subversives Potenzial, wie Judith Butler betont hat. Kleine, graduelle Verlagerungen schleichen sich im Schatten vertrauter Wiederholungen ein. In der gleichen Prozedur wie gestern, die es aber nicht ganz ist. Dadurch, dass sich der Blick von banalen und scheinbar unwichtigen Abwandlungen ab und spektakuläreren Veränderungen zuwendet, entsteht ein Freiraum. Also einfach ernst nehmen, was man tut. Jeden Tag. Das war jetzt mein Input.